Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um IFTTT oder auch IFT genannt. Ausgesprochen heißt das Ganze If This Then That. Das heißt, es ist sozusagen ein Wenn-Dann-Befehl. Wenn etwas passiert, daraufhin folgt etwas anderes. In diesem Video zeige ich euch drei Top-Funktionen, die ich selbst mit IFT verwende, die euch das Leben wirklich erleichtern. Schauen wir uns die App von IFTTT also mal gemeinsam an. So, als allererstes downloadet ihr euch die App natürlich, IFTTT, entweder im App Store oder im Google Play Store und öffnet das Ganze mal. Als allererstes kommt bei euch ein Screen, bei dem ihr euch anmelden müsst. Ich habe mir natürlich jetzt schon ein Konto erstellt. Und dann seht ihr eben hier diesen Screen. Discover sind wir jetzt gerade, also entdecken. Das heißt, hier sehen wir die neuen Neuerscheinungen der Applets. Könnt ihr durchscrollen und mal gucken, was euch so interessiert. Hier könnt ihr nach speziellen Gebieten oder nach speziellen Applets suchen und bei My Applets rechts seht ihr eben eure verwendeten Applets in IFTTT. Und da zeige ich euch das Ganze jetzt mal. Einmal verwende ich natürlich IFTTT, um meinen Computer anzuschalten in Bezug mit Alexa. Des Weiteren verwende ich Alexa, um eben mein Handy orten zu können. Das heißt, die beiden gehören eigentlich zusammen. Erst sage ich ihr, sie soll doch mein Handy den Klingelton erhöhen und danach wird eben eine Notification an mein Handy gesendet, welches einen Klingelton macht und ich weiß sofort, wo mein Handy ist. Und als drittes ganz nützliches Beispiel seht ihr hier noch Mute your Android phone when you arrive at work. Das heißt, ihr könnt eine bestimmte Area eingeben, sozusagen einen Ort. Und sobald ihr diesen Ort oder diese Area, diesen kleinen Bereich eben mit eurem GPS-Signal vom Handy betretet, stellt sich euer Smartphone automatisch lautlos. Das ist ganz nützlich, gerade bei der Arbeit, so seid ihr sicher, euer Smartphone ist immer auf lautlos gestellt, sobald ihr arbeiten geht. Testen wir das Ganze doch jetzt mal mit den beiden Applets hier. Alexa, trigger Klingelton an. Noch ist hier lautlos und gleich müsste oben das Zeichen weggehen. Ja. So, jetzt ist mein Handy schon nicht mehr lautlos. Als nächstes würde ich natürlich jetzt, wenn ich mein Handy verlegt hätte, fragen: Alexa, Trigger, finde mein Handy. Wird an IFT gesendet. So, jetzt kommt gleich eine Notification. Zack, und ich würde sofort wissen, wo sich im Raum mein Smartphone befindet. Also super praktisch. Wie das Ganze mit dem PC funktioniert, ist etwas komplizierter. Dazu gibt es ein extra Video, welches ihr natürlich, wie schon bereits erwähnt, in der Videobeschreibung findet. Und hier klickt ihr einfach drauf, stellt dann eben bei Einstellungen euer Gebiet ein, wo sich euer Handy automatisch dann lautlos schalten soll. Und das Ganze war es dann auch schon. Jeweils müsst ihr die Applets natürlich noch mit einfach einem Klick auf On aktivieren. Man kann die auch so ganz schnell wieder ausschalten. So, jetzt ist es nicht mehr aktiv und so wäre es schon wieder aktiv. Das heißt, das Ganze funktioniert ziemlich zuverlässig. Und ja, ich hoffe, das hat euch jetzt mal den ersten Einblick in IFTTT gegeben. Ich selbst verwende die Web-Oberfläche eigentlich gar nicht, sondern nur die App. Ich denke, das reicht auch, da ist alles Wichtige drin. Und da könnt ihr ja mal selbst rumexperimentieren, welche Applets euch gefallen, welche ihr nutzt. Schreibt es mir in die Kommentare und vielleicht sind ja gute Anregungen dabei. Falls dir das Video gefallen hat, lass mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Wie immer versuche ich natürlich alle Fragen in den Kommentaren zu beantworten. Außerdem findest du in der Videobeschreibung einen Link zum Video, in dem ich dir erkläre, wie ich per Sprache über Alexa meinen PC einschalten kann.